diesem Video dreht sich alles um das Formen von Brotteig. Ich zeige euch, wie man Brot länglich oder rund formt und gebe euch Tipps, wie man selbst klebrigen Roggenteig bändigt. Nach dem Portionieren geht es direkt ans Formen. Dazu ziehen wir einfach den Teig von den Rändern zur Mitte hin und drehen das Brot bei jedem Mal ein wenig weiter. So entsteht zuerst an der Unterseite eine Spannung. Wenn wir das Brot dann umdrehen, sehen wir diese leichte Spannung bereits. Doch das reicht noch nicht aus. Deshalb schieben wir mit unseren Handballen den Teig zur Mitte hin. So entsteht an der Oberfläche immer noch mehr Spannung. Dies ist die erste Methode. Doch es gibt noch weitere. Wenn wir den Teig nun noch einmal formen, dann können wir ihn bereits beim Eindrehen unter Spannung setzen. Drücken wir ihn nun mit den Handballen und Fingern zu uns hin und schieben ihn dabei über die Arbeitsfläche, dann kann man bei den Bildern schon sehr gut erkennen, wie die Oberfläche zunehmend an Spannung gewinnt. Diesen Vorgang kann man anschließend in kreisenden Bewegungen beschleunigen. Drückt man nun mit den Fingern in den Teig, sieht man, wie elastisch der Brotteig nun geworden ist. Bevor wir aber weiterarbeiten, benötigen wir einen Gärkorb, in dem der Teig reifen kann. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den klassischen Paddingrohr-Gärkorb, der modernere Holzschliff-Gärkorb, der dem Brot durch das Muster, das er eingeprägt hat, eine tolle Optik verleiht. Leider verschleißen diese Gärkörbe mit der Zeit ein wenig. Und der Paddingrohr-Gärkorb mit einer Einlage aus Bäckerleine. Diese lässt sich regelmäßig waschen und so bleibt die Hygiene gewährleistet. Zudem haftet das Brot am Bäckerleinen kaum an. Genug der Theorie. Beim weiteren Reifen des Teiges ist es wichtig zu beachten, dass jedes Brot eine Ober- und eine Unterseite hat. Diese obere Seite ist die glatte und die untere ist jene mit dem Schluss. In Rezepten wird sehr oft angegeben, ob das Brot mit Schluss nach oben oder unten in den Gärkorb gelegt werden soll. Möchten wir eine aufreißende, rustikale Kruste beim Backen, legen wir das Brot mit dem Schluss nach unten in den Gärkorb. Kippen wir den reifen Teigling dann zum Backen aus dem Gärkorb, wandert der Schluss automatisch nach oben. Wollten wir hingegen später die glatte Seite des Teiglings oben, so muss diese im Gärkorb unten sein. Klingt kompliziert, ist in der Realität aber ganz einfach. Nachdem wir nun den runden Teigling in den Gärkorb gelegt haben, formen wir nun einen länglichen Brotleib. Dazu nehmen wir einen der runden Teiglinge und rollen diesen mit leichtem Zug einfach ein. Dabei ist es wichtig, den Teig nicht über Gebühr zusammenzudrücken, damit er luftig und locker bleibt. Man kann den länglichen Brotleib auch noch gut nachformen. Dazu ist es hilfreich, etwas Mehl darüber zu streuen. Wie man im Video gut sehen kann, rolle ich den Teig im zweiten Schritt einfach noch einmal ein. So kommt er dann später in den Gärkorb. Bei sehr weichen Teigen kann es notwendig sein, den Teigling im Gärkorb noch etwas nachzustraffen. Dazu zieht man einfach zwei gegenüberliegende Teigränder zueinander und drückt sie etwas zusammen. So bleibt der Brotleib später beim Backen rund und läuft nicht auseinander. Nun haben wir alle Brotleibe in die Gärkörbe gebettet, Zeit sie abzudecken, damit sie nicht austrocknen. Doch wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Anders als bei Dinkel und Weizen sind Roggenteige aufgrund ihres geringen Glutenanteils sehr klebrig. Sie einfach zu formen ist nicht möglich, deshalb muss man hier eine besondere Strategie anwenden. Der Trick ist, Roggenteige auf eine dünne Schicht Mehl zu legen und sie mit Hilfe von Teigkarten grob zu einem Leib zu formen. Dabei sollte man aufpassen, dass man kein Mehl in den Teig einarbeitet. Hier kann man schon gut erkennen, wie der Teig Form annimmt. Ist der Leib fertig, bemehlen wir ihn noch etwas, formen ihn von Hand nach und legen ihn in einen Gärkorb. Um das Prinzip noch besser verständlich zu machen, zeige ich euch das Formen von Roggenteigen nochmal im Detail. Wir legen den Teig auf die bemehlte Fläche und ziehen ihn dann von den Rändern zur Mitte hin nach oben. Hier kann man schon sehr gut erkennen, dass nur sehr wenig Mehl auf dem Teig haften bleibt.
Anschließend drehen wir den Teig etwas weiter und wiederholen das Ganze. Zuletzt geben wir noch etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, legen den Teig drauf und formen ihn von Hand etwas nach. Der fertige Teigling darf nun noch etwas im Gärkorb reifen und wird anschließend gebacken. Doch das zeige ich euch in einem anderen Video. Bevor ihr nun selbst mit dem Backen loslegen könnt, zeige ich euch noch das Backergebnis dieses Videos. Gerader Schnitt mit Schluss nach unten oder aufgebrochene Kruste bei Schluss nach oben. Haben euch die Tipps und Tricks in diesem Video gefallen? Dann seht euch auch unsere anderen Videos an.